Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Ich möchte euch heute Unity ein bisschen vorstellen. Unity ist die Desktop-Oberfläche für Netbooks und Notebooks und auch eben für Ubuntu, für normalen PCs jetzt ganz neu, weil Canonical das alles in einem haben wollte oder möchte und sie wollten an für sich, soweit ich weiß, wollten sie GNOME ja abschaffen und Unity dafür aufsetzen. Vielleicht sind sie unbedingt gerade prickelnd, weil ich komme GNOME zurecht und ich meine Unity muss mir wieder umgewöhnen und es ist auch nicht unbedingt so prickelnd. Das heißt, es hieß ja auch ganz lange, es gäbe einen Fork dann von Ubuntu irgendwie, der GNOME dann drin hat. Naja. Also, wo finden wir überhaupt Unity? Wir klicken auf System, Systemverwaltung und rufen die Synaptic Paketverwaltung auf. Geben unser Passwort ein. Jetzt werden erstmal die Paketinformationen eingelesen. Statusinformationen und. So, dann gehen wir in der Suchleiste Unity ein. Das Programm an sich ist schon installiert, bloß das Panel und das und zwei, die müssen noch mit installiert werden, ansonsten funktioniert das Ganze nämlich nicht. So, vormerken. Und noch Unity 2 zum Installieren vormerken. Das können wir auch vormerken lassen. Dann auf Anwenden klicken. Anwenden. Jetzt wird das Ganze erstmal heruntergeladen. So, jetzt nachdem die Software heruntergeladen wurde, wird das Ganze installiert. Die Checkbox zum Dialog nach erfolgreichem Anwenden der Änderung schließen. Habe ich gemerkt, habe ich gesetzt. Das heißt, so viel wie dieses Fenster hier wird geschlossen, das müssen wir nicht mal manuell schließen dann. Und eben über Details bekommen wir noch weitere Informationen, eben wo es installiert und was wird installiert und was wird entpackt und ja. So, jetzt wurde Unity installiert. Jetzt müssen wir warten, bis er wieder alles eingelesen hat in der Paketverwaltung Synaptic. Jetzt sehen wir unten am Balken, wie weit es ist. Und wir sehen schon, diesen grünen, es wurde installiert. Wir können das Ganze schließen. Wir können uns jetzt abmelden. So, jetzt melden wir uns wieder an und geben auch wieder unser Passwort ein. Aber hier unten geben wir nicht Ubuntu ein, sondern Unity 2D. Anmelden. So, jetzt wird das Ganze in großen Modus gezogen. Und wir sehen eigentlich schon einen, sagen wir so, großen Unterschied, wenn man das alles sagen kann. Und zwar die Liste hier. Die ist ja nicht drin bei der anderen. So ist Tastatur schlimmer auf Deutsch. Noch alles stimmt. So. Die Menüpunkte können wir entweder hier erreichen, wenn wir auf die Buttons klicken, oder ein Klick hier oben drauf genügt. Und es öffnet sich schwupps. Hier ein Fenster, wo wir entweder was suchen können oder eben Sachen finden können. Unter anderem mehrere Anwendungen. Da können wir jetzt beispielsweise suchen. Sprachunterstützung, Tastatur, Synaptic, Ubuntu Software Center. Wenn ich jetzt Ubuntu Software Center öffne, dann achtet mal auf die obere Leiste. Euch wird, glaube ich, was auffallen, wo euch von einem Betriebssystem, wo ich jetzt hier nicht erwähne, weil ich meine, ihr werdet sehen, was ich meine. So, das ist jetzt hier die Anwendung, und wenn wir hier oben drüber gehen, haben wir nun die Leiste. Genau, das ist wie in macOS von Apple. Auf der einen Seite finde ich das praktisch, auf der anderen Seite finde ich es wie ein Nachmachen diesbezüglich. Linux ist Linux, und wieso muss Linux, also sprich Ubuntu, sprich Canonical, alles nachmachen. Das finde ich auch nicht okay. Also ich meine, deswegen, wir können auch ganz normal, wie hier auch Info, und das ist auch die Version 4.0.
Kann man wieder schließen. Wir können auch jetzt beispielsweise immer noch auf mehrere Anwendungen klicken. Und da können wir uns wunderbar durch das Ganze durchnavigieren. Und hier sind die installierten Anwendungen. Und hier gibt es die Anwendungen zum Herunterladen. Und hier, wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann wird das Ganze in Vollbildmodus gezogen. Ich finde Unity eigentlich, also ich bin geteilter Ansicht, dass auf der einen Seite ist es für Notebooks bzw. Netbooks sehr praktisch, weil es sehr übersichtlich ist und eben für so einen kleinen Bildschirm wirklich sehr, sehr gut ist. Auf der anderen Seite finde ich es wieder nicht unbedingt gerade gut, weil ich meine, da fehlt ja nur ein Apple-Symbol mit den entsprechenden Begriffen Datei, Extras und Hilfe, glaube ich, und noch ein paar andere. Und dann wäre es eigentlich auch wieder macOS in dem Sinne. Aber eben, es ist ja auch eigentlich alles Eigenprogrammierung und nichts geklaut und deswegen, das finde ich auch wiederum gut. Also wie gesagt, ich bin geteilter Ansicht des Ganzen. Und ja, wir können auch mal in Firefox starten, ist genau dasselbe. Das ist auch die Version 4.0.1. Weil da sind die Buttons hier und die Leiste ist hier oben. Wenn wir Hilfe über Firefox, da haben wir hier auch die Version 4.0.1. Wir können ganz normal surfen www.4ball.de und dann wird unsere Standard-Suchmaschine auch sofort angezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und soweit ich weiß, jetzt Unity auf Compass auf. Einfach nur das kurze Nebenbemerkung. Okay.